Sex unter Lehrern ist so abnormal Boah, Mann, widerlich. Alter. Man kann sich das gar nicht vorstellen, Alter. Ja, du musst mir vorstellen, wie ich Sex hab. Yo, Freunde, was geht? Eigentlich hätte an dieser Stelle ein anderes Video kommen sollen, was aber leider aufgrund von technischen Problemen nicht kommt. Na? Ich dachte, der Gommel-Server hat euch verboten, das hochzuladen. Ja gut, das habe ich gesagt. Ist ja auch egal, jedenfalls hier kein Hate, no peace, make love, not war, weil keine Ahnung, dies, das. Freunde, ich habe jetzt auf jeden Fall noch drei lustige Gestalten dazugeholt, also den Mr. Morgame, den Pixelwolf und den Early Boy. Und wir werden jetzt typisch Schule das härteste Thema anfassen, was es jemals gab. Und zwar ist das ein absolutes Tabuthema an deutschen Schulen. Justin, worum geht's? Um Schule. Wieso muss ich das sagen? Ich bin voll schüchtern. Justin, komm, mach bitte. Trau dich. Okay, Beziehung unter Lehrern, munkelt man. Richtig. Fickende Lehrer, Freunde. Und das ist... Sowas gibt es? Sowas gibt es tatsächlich. Aber Lehrer sind doch wie saure Gurken. Was? Was? Was ist das für ein Vergleich? Lehrer sind doch wie... Lehrer haben einen bitteren Nachgeschmack im Leben. Also sind sie saure Gurken. Wieso ist einfach jeder Vergleich, den du ziehst, mit Essen? Ich... Okay. Hätte ich jetzt Stein die Buttons dabei, würde ich jetzt badumm machen. Justin, dann würde ich aber wieder jeder ausbuhen. Justin hat versprochen, diesmal die Insta-Buttons wegzulassen, netterweise. Und ich kann es tatsächlich zu dem Thema, was Justin gerade vorgeschlagen hat, wirklich was erzählen. Wir hatten damals eine Frau Heinrichs, einen Herrn Heinrichs. Nein. Und die beiden... Das ist kein Problem, sag einfach die Namen. Namen natürlich von der Redaktion abgeändert. Und die beiden waren... Brandys? Nein. Die waren ziemlich, ziemlich alt. Ich glaube, die waren beide schon an die 100. Nee, keine Ahnung, wie alt waren die, Alter. Ich nehme an, beide schon 60 oder sowas. Und das Lustige ist einfach... Das Lustige ist einfach, jetzt kommt nämlich das Kranke. Sie hat Hauswirtschaftsunterricht und eher mal Geschichte und sowas. Und die haben sich in der Pause immer so richtig niedlich getroffen und so. Und sich geküsst und alle dachten immer so, die führen voll die glückliche Beziehung. Und dann Karneval war der besoffen... Und dann Karneval war der besoffen und hat die ganze Zeit so eine Referendarin, ja gut gemacht, Early Boy, hat er Karneval die ganze Zeit so eine Referendarin angebaggert und dann kam seine Frau, hat ihm eine reingehauen und er hat einfach seinen Schuh ausgezogen und seiner Frau voll vor den Kopf gehauen. Der war einfach ein Lehrer, der hat seine Ehefrau mit dem Schuh verprügelt. Geil. Richtiger Spaß, die war einfach so besoffen und dann wollte ich später noch die Polizei rufen und wollte nicht zu Hause schlafen, weil die Angst hat, dass er sie vergewaltigt und so ein Scheiß. Und so richtig kranke Kacke. Boah, Junge, weißt du, ich war gerade in der 5. Klasse, als ich das gesehen habe. Ich dachte damals so, erstmal, wie kann man morgens zur Karnevalssitzung von den 5, 6 und 7 Klässlern einfach schon betrunken sein. Und wie kann man dann der Referendarin an den Arsch packen und dann deine eigene Frau den Schuh auf den Kopf hauen? Richtig behindert. Voller Randy, Alter. Richtiger Randy. Richtig random. Justin, was möchtest du denn so erzählen? Ja, wir hatten mal zwei Lehrer auf der Schule, die sind aber beide nicht mehr da. Wie heißen die? Sag ruhig die Namen und die Namen der Schule, sag auch. Ja, okay, ja, ist gar kein Problem. Also für die Rannies von meiner Schule. Die Rannies? Nice try. Die sind beide nicht mehr da. Vegas. Und zwar ist ein weibliches Wesen und ein männliches Wesen, munkelt man. Mhm. Und die waren halt beide verheiratet. Die hatten aber was, also das, ich bin mir nicht sicher, aber man munkelt das halt, ne? Und die hatten halt was miteinander und deswegen hat er sich scheiden lassen. Und sie sich aber nicht. Scheide. Nicht. Und dann haben die sich gebieft, dann war er halt ohne Frau und sie halt trotzdem mit ihrem Mann und so weiter. Mit Frau. Und das Lustige war, der hat dann wieder irgendwie jeden Tag eine andere Lehrerin mit zur Schule genommen. Was? Als Lehrer hat der Lehrer gefickt? Ja. Oh. Die haben wir zur Schule genommen halt. Wir haben uns halt Schüler immer gedacht, weil der erklärt die locker im Auto. Der hat die einfach so am Bahnhof aufgegabelt, um die mitzunehmen, damit er krass aussieht. Nee, keine Ahnung. Also das, ich hab das selber nicht so mitbekommen, das stimmt, aber es haben voll viele so gesagt, so, dass der was mit der hatte und deswegen ist bei dem irgendwie zu Hause Beef und so. Alter, kranke Scheiße. Okay, Muri, was hast du zu erzählen? Hallo. Hallo. Ich habe mir eine Lehrerin gebumst. Nicht nur eine. Mr. Morgan hat einfach. Die Folge heißt einfach Sex unter Lehrern. Mr. Morgan fickt einfach die Lehrer. Ja, das ist halt das Problem, weißt du? Das ist halt das Problem vor allen Dingen. Ja, nee. Ich weiß.
Also wenigstens eine Referendarin oder war die schon Frührentnerin? Frührentnerin? Weiß gar nicht, die meisten waren immer bewusstlos. Was? Jetzt erzähl doch endlich, du spaßt. Nein, also natürlich gibt es bei uns so Lehrer, wo man gemerkt hat, da läuft was, ne? Die haben immer so zum Beispiel auf Klassenfahrt, wo die getrunken haben, da haben die dann auch so ein bisschen rumgemacht. Richtig krank, wenn man aber zwei Lehrer sieht, die miteinander rummachen, ne? Das ist richtig ekelhaft. Ja, aber die waren halt voll besoffen, ne? Und wir selber durften nichts trinken, aber die haben gesoffen, wie so. Oder wenn man so hört, so von Lehrern, wenn die so erzählen, so, ja, meine Kinder und so, da denkt ja, so, dann denkt man so, was? Sie hatten Sex. Sie sind doch voll hässlich. Geht doch gar nicht. Wer macht das denn mit ihnen? Boah, so? Nee, aber weißt du, was ich mitbekommen habe mal? Wir hatten mal so einen jüngeren Lehrer, so einen richtig jüngeren Lehrer, wo die Mädels auf den standen, weil der so gut aussah. Ja. Kennt man ja. Und der hatte angeblich wohl mit zwei Schülerinnen Herr Bergmann? Gebankt. Mit Herr Bergmann. Also, da waren zwei junge Mädchen. Grüß an dich hier an dieser Stelle. Da waren zwei junge Mädchen, die hießen Sturmwaffeln und Paluten. Okay. Und die hatten mit Herrn Bergmann. Alter. Ja. Aber auch sehr kreativer Name. Ich topfe die Sturmwaffe. Das ist Kind. Oliver, was kannst du denn dazu sagen? Ja, ich weiß nicht, großartig war da nicht, aber. Namenfrei. Aber. Ja. Nee. Aber, Oliver. Halt so, ja, ich habe mal Referendariat gemacht, dann standen so Schüler auf mich und hatte was. War das einfach genau. Die kommen, erzählen, hau raus. Ich weiß noch, wir hatten Mathe gehabt und dann kam auf einmal die Frau von dem Lehrer, also die sind an der gleichen Schule gewesen. Und dann kam einmal, ich weiß nicht warum, also da war nichts Besonderes vorgefallen und auf einmal kommt einfach nur die Lehrerin, also seine Frau aus der Parallelklasse, kommt rein, er guckt sie an und sie klatscht ihm eine. Was? Es war so wunderschön. Hä? Die Lehrerin? Keine Ahnung, sie ist einfach reingekommen mitten in der Stunde und hat ihm fett eine gescheut, quer durchs Gesicht, ist wieder rausgegangen heulen. Okay. Keine Ahnung warum. Krass. Er hat mich geschwängert. Ja. Der Wichser. Ich kenne das auch. Bei uns ging mal die Geschichte rum, dass unser Biolehrer, oh, das ist so gruselig, bei uns ging mal die Geschichte rum, dass unser Biolehrer, also ihr müsst euch vorstellen, unser Biolehrer war halt, ihr kennt ja, ich habe ja schon erzählt, wie der ist. Der hat Fische gefickt, bis sie platzen. Eine besondere Art Mensch mit ständig Lederhosen und sowas und Koteletten, also nicht so. So ein ziemlich gruseliger Typ, der immer seinen irrigierten Penis auf den Tisch gelegt hat. Also pädagogisch sehr, sehr frack dieser Mann. Und der hat angeblich mal oben am Dachboden, hat er mal eine andere Lehrerin gefickt. Und dann hieß es immer, wenn man dann oben so Schrubbgeräusche hört, so wenn er oben hat immer irgendwer Möbel verschoben. Wir waren ganz oben im Dachgeschoss, also unterm Dachgeschoss. Haben immer gedacht, dass der da oben ist und wieder eine andere Lehrerin fickt auf so einem Pult. Wenn man einfach so überlegst, wenn einfach zwei Lehrer miteinander ficken, das ist so ekelhaft, das ist so krank, Alter. Sex unter Lehrern ist so abnormal widerlich, man kann sich das gar nicht vorstellen, Alter. Ja, du musst nicht vorstellen, wie ich Sex hab. Stellt euch mal vor, ohne Witz, stellt euch mal vor, Pixel Wolf ist euer Lehrer. Wäre das schön? Okay, Nein. Warte, wir stellen uns kurz vor. Ja. Justin stellt sich einfach gerade vor, wie sie selber unterrichtet. Justin heute gibt's nichts auf. Geil! Richtig retarded. Alles so richtige Wendys und dann geht einfach wieder raus. Was wir auch nochmal hatten, ist zwar kein Lehrer, aber wir hatten halt den Hausmeister bei unserer Schule, von dem ich erzählt habe, diesem Gruseligen. Und das der hatte halt auch seine bei sich die Frau in der Wohnung wohnen. Und die hat den morgens irgendwann mal eingeblasen und haben alle durchs Fenster geguckt und hat die Gardine zugezogen, die Frau. Also ich war da nicht live dabei, die Geschichte ging auf jeden Fall mal rum, dass sowas mal passiert ist. Ich stelle das zwar sehr in Frage, aber stell dich mal vor, das passiert einfach. Alter. Er sitzt so morgens am Fernsehen und die Frau bläst ihm ein, da gucken so 20 Kinder durchs Fenster. Und die macht einfach die Gardine zu und macht weiter. Komm, schauen Sie weg. Das gleiche kenne ich ja von mir, aber ich lasse die Gardine mal auf dabei noch. Mr. Morgan lässt sich jemand durch das Fenster blasen. Hängt dein Pimmel einfach durch die Gardinen. Aber Justin, du wolltest doch noch eine Geschichte erzählen. Justin, du wolltest doch die Geschichte mit dem Busfahrer erzählen. Mr. Moore hat. Ja. Mr. Moore hat Dings. Hat in die Klassenräume, als der war nämlich mein Hausmeister, der hat in die Türen, die kennt ihr doch, diese Postschlitze hat er einbauen lassen. Ja, und dann ist er nach der Schule immer da geblieben. Der hat meine Eier da mal durchgeschickt. Ja, genau, nee. Wenn die Putzfrauen noch in der Schule waren, alles aufgeräumt haben, hat er nur seinen Lümmel da durchgeschickt, als die Putzfrauen immer vorbeigegangen haben, mal ein bisschen hier den einen oder anderen Pimmel geputzt. Ich hab dann auch immer so gesagt, Post ist da. Er versteht einfach seine Stimme so richtig pädophil, die Post ist da.
Was wir auch ganz seltsam fanden, glaube, ist halt, wenn wir gesehen haben, dass Lehrer quasi ihre Ehefrauen so zum Abi, also zum Ball oder sowas mit dabei hatten. Und dann guckt man sich so den Lehrer an. Ich fand das eigentlich ziemlich romantisch, was wir jetzt guckt sich dann den Lehrer so an und der ist einfach so mega abgefuckt hässlich. Da hat er entweder so voll die geile Sau oder man sieht einfach so zwei richtig hässliche Leute und fragt sich so, wo finden die sich? Ob es dafür so eine eigene Internetseite gibt? Irgendwie so hässlichen Roulette.org oder sowas, keine Ahnung. Die heißt, glaube ich, Randating. Randating, Alter! Das war so ein älterer Mann, der war aber wirklich sportlich, der war so um die 60, schon kurz vor der Rente. Und er hatte dann seine Freundin dabei und die war so um die 25, 30. Was? Ein Lehrer? Ja! Alter! Das war vielleicht ein Banger, Alter. Das war ein Banger! Das war mal ein Vorbild. Ehrlich? Wolltest du auch mal sportlich und 25 sein? Ja. Ich glaube mal, wenn ich sportlich wäre, wäre ich nicht mehr fett. Aber es ist alles nur Wunschdenken, das kennt man nicht. Oder wolltest du eher so Brüste haben wie die Frau? Ja, die hab ich ja schon. Achso. Das ist auch meine Devise. Mr. Morgan! Mr. Morgan, hör auf! Achso. Das klingt gut, ja. Ich habe auch keine Freundin. Hast du nicht? Keine Frau hat größere Brüste als ich. Okay, Freunde, dann lasst mal einen Daumen hoch da, wenn ihr Mr. Morgan. Wenn ihr größere Brüste habt als Mr. Morgan. Wenn ihr größere Brüste habt. Twitter ein paar Bilder. Oder welche, wenn ihr welche haben wollt, lasst mal einen Daumen hoch da. Und wenn ihr euch Pixel wollt und. Pixel wollt. Pixel wollt und Early Koi als Hausmeister vorstellen könnt in eurer Schule, lasst auch mal einen Daumen hoch da, ja. Aber wir sind dann zusammen, ne? Ja, richtig, ja, nackt. Was? Okay, Freunde, das war's von dieser Folge Typisch Schule. Vielen Dank für das Ersatzding. Und ja. Scheiße. Haut da rein. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss, ihr Randoms.